Das ist mein Problem. Die sagen, es braucht nur, wenn du nur 100% authentisch bist, dann ist alles gut. Das 1, 2, 3. Ja, ich kann mir schon denken, dass es Leute gibt, die sozusagen in diesem Negativbild agieren. Sie hatten am Ende gesagt, Professionswandel. Mhm. Ich möchte dagegen sagen, Profession ist immer, impliziert immer den weiteren Kontext. Also wenn man eine Definition von Profession nimmt, ist immer das Gemeinwohl mit im Blick. Das heißt, auch ein Arzt hat immer auch die Volksgesundheit, sagen wir mal, mit im Blick, also nicht nur das Individuum. Und insofern liegt es im Professionsbegriff selbst, das, was Sie beschreiben. Also wenn man nur das Ego unterstützen würde, wäre man nicht professionell. Genau. Also ich stimme Ihnen insofern zu. Mhm. Nur gibt es das, was Sie angreifen. Also wenn ich Ihnen folge, also, heißt es, dass das eigentlich eine Karikatur ist, aber okay. Von Coaching. Wenn es professionell sein will. Er ist, glaube ich, hatte ich Sie, ne? Nee. Sie? Also ich glaube, dass auch Authentizität, also oder so wie ich es oft erlebe, ein bisschen falsch verstanden ist. Also dass es nicht darum geht, dass ich über alle Rollen und Systeme, in denen ich mich bewege, immer der gleiche Mensch bin. Also das habe ich oft so das Gefühl, das ist damit verbunden. Ja. Und da würde ich Sie unterstützen wollen, dass das es nicht sein kann. Ja. Ich glaube, dass es sowas gibt, dass es im Coaching sehr stark eine Fokussierung auf das Individuum geht und dass man sich wirklich fragen muss, ist das Business-Coaching? Das kann Coaching sein, aber halt anderes. Ja. Ich würde aber auch dafür plädieren, dass es so kein Entweder-Oder sein muss, aber da haben Sie ja auch gesagt, dass es eigentlich auch nicht Ihr Interesse ist. So habe ich das auch gemeint, wenn ich sage, ich finde die Fokussierung auf das eine. Aber muss sein. Thomas Wolter, das ist mein Name aus Liebach. Ich bin jetzt auch beruhigt, dass sich die Diskussion in die Richtung so oder so bewegt. Denn ich bin tatsächlich auch bei Ihnen erschrocken. Die Prägnanz, mit der Sie das formuliert haben, in meinen Ohren kam bei mir auch so an. Tools sind kritisch und ich fokussiere mich auch kritisch. Mich würde jetzt interessieren, wo sind denn für Sie die Grenzwerte, wo Sie sagen, da endet es mit der Profession, da wird es dann, der Begriff Charles Tanaré haben wir auch schon gehört. Gibt es da was, wo Sie sagen, an der Stelle ist für Sie Schluss? Also, tatsächlich, sag mal, waren das Thesen und damit natürlich eine Abkürzung, damit eine Zumutung. Aber insofern kommen wir in Kontakt. Also insofern, ich bin eher froh, dass das, was hier gesprochen wird, gesagt wird, dieses sowohl als auch Werbung professionell. Das sehe ich nämlich auch so. Ich sehe, dass andere Beobachter auf dem Markt machen. Insofern ist es auch wichtig, dass wir unsere Wahrnehmung hier austauschen. Das ist für mich auch ein Kongress. Und zu der Frage, wo wäre für mich die Grenze? Ich will mal ein Beispiel geben. Ich habe vor einiger Zeit bei einem Coaching-Anbieter einen Vortrag, oder war eingeladen zu deren Konferenz derjenigen, die dort die Coaching-Weiterbildung machen. Und sollte was über Führung, sollte was über Projekt-Coaching sagen und sagen, was ich glaube, was da anders ist. So, zum Beispiel habe ich vorhin angedeutet, das Thema des zunehmenden Management. Themen danach gefragt werden, bis ein Coach auch eine Antwort haben muss. Und was ich da erlebt habe, ist, und das wäre für mich eine Grenze, war Dogmatismus. Der ganz alte Dogmatismus im Coaching, das Wichtigste für uns ist, dass wir keine Beratung machen. Ne? Das ist ganz wichtig. Und das Ding hält sich anscheinend immer noch, weil das ist ein großer Coaching-Weiterbildungsraum wieder bei uns in Deutschland. Hat irgendwie 300 Absolventen pro Jahr. Das ist ja nicht wenig. Und die gehen alle raus und sind dann systemisch als Coach oder sowas. Das wäre zum Beispiel ein Problem. Also da würde ich sagen, da würde ich Profession schon mal in Frage stellen sagen, aber wir müssen doch zumindest ankopplungsfähig oder rapportfähig sein, wenn Klient uns nach einer Lösung seines Problems fragt. Kann ich doch nicht sagen, nee, das ist ja Beratung, das darf ich nicht machen. So, Punkt 1. Punkt 2, nur ein zweites Beispiel. Ich nutze ganz gerne dieses Modell. Und über Hetheridge Consulting hat mich das erreicht, John Herron, Helping the Client, der sagt, Beratung, Einzelberatung, Coaching muss auf zwei Ebenen, der autoritätsbestimmten Ebene, also ein Coach bestimmt hier durch das Gespräch, was mit den dogmatischen Leuten schon schwierig war, und auf einer moderierenden Ebene. Genauso muss Coaching aber auch aufpassen, dass
es in diesen Bereichen dann nicht zu stark wird und immer den Einladungen folgt. Das wären nämlich solche Einladungen, wie ich sie zum Beispiel bei dem Thema authentisch vielleicht jetzt anscheinend übertrieben karikiert habe. Dass man einfach ganz stark nur in Anführungsstrichen individualpsychologisch bezogene Modelle dabei hat, die auch empfiehlt als Heilsbringer, als das musst du tun, und konfrontiert, wenn dann Leute versuchen zu sagen, aber es gibt doch Ziele in meiner Organisation. Also ich war neulich auf einem Erfa-Austausch, wo ein interner PEler gesagt hat, der ist ja Mitglied der Organisation, dann müssen sie die Ziele ignorieren. Und da denke ich, das geht nicht. Das ist Quatsch. Also, okay, das waren vielleicht zwei Versuche. Eins, zwei. Ich bin interner Berater und Coach im Automobil, da würde ich das gerne so anhand von Autos aus meiner Sicht mal darstellen. Wir haben Automechaniker, die eben Inspektionen machen, hauptsächlich da sehr bewandert sind. Und das könnte man nicht im Sinne von Wertschätzung als Tütensuppen-Autoreparatur bezeichnen, weil das nicht qualitativ die gleiche Arbeit darstellt, wie zum Beispiel Mechaniker, die befunden müssen und wirkliche differenzierte Diagnosen erstellen. Und dann gibt es bei uns Leute, die Teile anfertigen und Sonderbauten machen, die ein ganz anderes Niveau haben. Ja. Und wir brauchen die alle und die heißen bei uns alle Kfz-Mechaniker. Ja. Und die sind alle wichtig und ich habe das Gefühl, dass sich auch dann ein Stück weit so ein Markt reguliert, weil wenn Sie mit einer ganz schwierigen Befundung zu eben diesem Mechaniker kommen, der nur Inspektionen kann, dann wird er Ihnen nicht helfen können, irgendwann. Dann ist das begrenzt. Und darum glaube ich, dass Menschen, die wirklich nur auf dieser einen Ebene von Individual- und Persönlichkeitscoaching arbeiten, irgendwann natürlich an ihre Grenzen kommen und auch der Coach das merken wird, weil seine Fragen nicht mehr beantwortet werden. Und dann wäre zwar ein bisschen Zeit verloren gegangen, aber praktisch wird es dann für den Coaching anders weitergehen und auch für den Coach, der nur mit diesen Mitteln arbeitet. Weil ich glaube, dass eine Grenze das irgendwann auch in ihrer Wirkung begrenzt und dann geht es nicht weiter. Ich glaube, also, dass es da eine Regulierung gibt, kann ich mir vorstellen. Mein Anspruch, da bin ich mit dem Kollegen eigentlich an Professionsbildung, ist aber ein anderer. Professionsbildung heißt für mich nicht, alles ist zugelassen und dann entscheidet der Markt schon, was passiert, sondern sag mal, deswegen bin ich in diesem Verband, deswegen, wie gesagt, engagiere ich mich in so einer Zielgruppe. Ich sage, ich will aber auch von mir aus Haltungsthemen in den Markt tun. Ja. Genau, und sag mal, dazu soll das hier dienen, den Professionsbegriff zu schärfen. Wie gesagt, möglicherweise sitze ich hier unter nur Business Coaching oder nur Leuten, die ein ähnliches Professionsverständnis haben, dann mache ich hier Leute nur noch 100% katholischer, oder ich habe Sie jetzt falsch verstanden. Nee, dann lassen Sie mich da. Wir brauchen diesen Mechaniker, der nur Inspektionen macht und nichts anderes, weil wir auch Kunden haben, die nur das haben wollen und nur das brauchen. Und ich würde keinen höheren Professionsanspruch an den stellen wollen. Ich würde den wertschätzen, ich würde den unterstützen und ich würde den auch einladen, weiterzugucken, wenn er will. Aber wenn es auch einen Markt gibt, dann würde ich den bitte auch dort lassen wollen, weil der ist auch da wertschöpfend. Okay. Hier war noch einer, und dann 1, 2, 3. Ich habe eine Frage, da steht auf der anderen Folie stand ein Satz von der Coach gibt die Richtung an. Ja. Ich würde gerne wissen, wie wir das verstehen. Hoffentlich, wenn ich jetzt hier klicke, fliegt er nicht durcheinander. Ja. John Herron sagt, wenn du als Helping the Client, wenn du als hilfreicher Berater auf dem Entwicklungsweg des Klienten arbeiten willst, dann musst du zwei Grundsatzmodi dabei haben. Und der eine Grundsatzmodi ist, dass du aktiv bist, dass du das Gespräch führst. Das ist sein Modell. Das meint die Richtung. Du, also im Sinne von, du integrierst aktiv über Hypothesenbildung, zum Beispiel Gesellschaft und relevante Umwelten in das Coaching, die der Klient für sich selber nicht sieht, nicht anbietet, als Angebot. Also im Sinne von Gesprächs- und Prozessführung? Ja. Das ja, also allgemein formuliert tue ich mir ein bisschen schwer mit dem Satz, weil wenn es um eine inhaltliche Ausrichtung geht oder eine Zielorientierung, der hat da, dann kann die nur von meinem Kunden. Der hat da 300 Seiten drüber geschrieben, klar. Ja. Aber ja, gut, dann war da hinten und dann erst der Kollege da und dann die beiden. Ich würde sagen, mit Ihrem Dogma in Fragestellung des reinen Coaching-Ansatzes gegen den Konform, ich glaube, als Coach ist mir gut daran, wenn wir gelegentlich einfach auch mal ein Angebot machen können, aber letztendlich entscheidet der Klient, ob er es denn oder die Bedürfnisse eben nicht progressiv dahin führen, dass er mit der Angebot annimmt.
In diesem Zusammenhang haben wir aber auch wieder wahrgenommen in Ihrem Vortrag, dass wir immer noch davon ausgehen müssen, das will ich jetzt doch mal durchaus so sehen, dass letztendlich das Problem des Kunden zu bearbeiten ist und nicht das Problem, nicht in erster Linie zumindest, das Problem des Coaches. Also, wenn ich jetzt mal davon absehen, natürlich der Coach das will ich auch eine neue Rolle spielen, aber als Problembringer ist immer noch der Kunde im Raum, und das geht das, was wir bringen. Und da sage ich mal auch wieder, ob das jetzt Authentizität ein anderes Thema ist. Wenn der Kunde heute das Thema Authentizität als Problem hat, dann haben wir als Coach, zumindest sehe ich nicht so erzählen, dass es so die Herausforderung, das Thema Authentizität eben zu bearbeiten. Und ein anderes Thema ist Kontext etc. etc. Und das ist die Kontext. Also worauf ich hinauf will, aber zu sagen, wir müssen aufpassen, dass wir unsere eigenen Vorstellungen davon, was richtig falsch ist oder was gerade das Problem im Raum ist, nicht über das diskutieren können. Also ich habe ein Problem mit dem Satz mehr Komplexität. Wenn ich für mich wäre, das den Kontext zu betrachten, die Perspektive zu erweitern. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich dem Klienten mehr Komplexität biete, dass er begeistert ist. Ich stimme mit ihm überein, Komplexität ist Unvorhersehbarkeit. Je mehr Komplexität, desto mehr unvorhersehbar. Und für mich wäre es, den Kontext zu betrachten, da haben Sie vollkommen recht, aber das wäre für mich eine Erweiterung der Perspektive oder eine andere Perspektive einzunehmen, wie auch immer. Also ich halte den Satz für, also ich würde ihn nicht so benutzen. Aber was Sie gesagt haben, wäre auch mein Verständnis, dann geht es eher an die Worte oder an den... Ja, ich würde eher sagen, Perspektiverweiterung reduziert die Komplexität. Das glaube ich explizit nicht. Also dann ist gut, dann ist das ein Unterschied. Also es bringt mehr, Wissen oder Erkennen, Wissen ist falsch, Erkennen mit ein. Wenn ich Perspektiven, die Person muss natürlich dazu in der Lage sein, klar. Wenn ich diese Perspektive auf den Kontext richte, müsste mehr Erkennen da sein. Also, nur damit wir wissen, ich habe natürlich, das meine Thesen und auch diese Formulierung, die ja eine Zumutung ist und damit, glaube ich, eine kollegiale Nähe herstellt. Das ist meine Idee. Gilt für den Kontext, wenn Leute mit einem Gefühl von Orientierungslosigkeit, was soll ich machen, unsicher, ich weiß nicht weiter. Das war mein Ausgangspunkt, dürfen wir nicht vergessen. Mhm. Ich rede nicht über alle Coaching-Anliegen dieser Welt. Mhm. Nein, die Frage ist, woher kommt die Orientierungslosigkeit? Ja. Vielleicht ist ein Tunnelblick da, der es nicht mehr ermöglicht, diesen Kontext zu erkennen. In diesem Modell von Heron ist ja ein der unterste Punkt, die empfehlen, das Empfehlen. Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren? Ich würde interessieren, was Sie darunter konkret verstehen. Nehme ich ein Beispiel aus dem Projektkontext. Vor zwei Wochen. Ich coach einen Projektleiter, der ein Kraftwerk baut. In Deutschland in den letzten Jahren zu einer unendlichen, nicht mehr technisch basierten Herausforderung wird. Ich habe auch mal bin auch mal eingeladen gewesen zu Elfinger, um jemals zu sagen. Das war mal bei mir zu komplex, habe gesagt, da kann ich nicht viel sagen. aber hier ist der Bau Kraftwerk und da gab es einen Punkt der Orientierungslosigkeit, der hieß, Hans, wir können jetzt darüber reflektieren, und das würde ich später irgendwann mal machen, was wohl die Motivationslagen, was wohl die Haltung und was wohl die impliziten Ziele meines EUs, Generalunternehmers, dem er das Kraftwerk baut, sind, warum er sich jetzt so verhält und wie ich dann da terminieren und anwenden kann. Mein Problem ist aber, dass mein Geld hängt, dass ich aus dem Zeitbudget gelaufen bin und nächste Woche einen Meilenstein liegen habe. Ich hätte gern von Ihnen gewusst, was wir uns hier an meiner Stelle tun. Und dann gebe ich da einen Rat. Bitte? Ich sage spontan, das ist doch selbstverständlich. Ja, er hat ja nur gefragt, was bei Herren da als mein. Wie gesagt, möglicherweise trage ich hier Selbstverständlichkeiten für das Auditor und vor, dann tut es mir leid. Das Langweile, was Ihnen schon klar ist. Das war nicht meine Absicht. Aber so habe ich ein Beispiel dafür gesagt. Ja? Darf ich nochmal auf den Begriff Authentizität zurückkommen? Ich glaube schon, dass das ein hoher Wert ist, kommt nur darauf an, wie man es begreift. Und dazu möchte ich noch einen anderen Begriff aufgreifen. Sie haben von Ich gesprochen, Ich-Bezogenheit. Sie meinen damit im Grunde das Individuum, also Individualisierung.
Aber ein einzelner Mensch setzt sich ja auch aus verschiedenen Teilen zusammen. Oder Sie kennen ja diesen Buchtitel, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Also auch das, was ich bin, ist ja auch ein Prozess. Und vor allem denke ich, dass es für das Coaching immer wieder ganz wichtig ist, die Ich-Funktionen oder die Außen-Funktionen und die Innen-Funktionen, was wir in der Theologie das Selbst nennen, zu unterscheiden. Und jetzt kann man fragen, was heißt jetzt Authentizität? Also nicht nur sein Ich durchsetzen können, sondern zum Beispiel diese Spannung zwischen Außenwelt und Innenwelt wahrnehmen können, aber auch überbrücken können und die Prozesshaftigkeit dessen, was beides ist, sowohl die Außenfunktion als auch die Innenfunktion. Aber ich denke, ohne also Authentizität wäre dann eine gelingende Verbindung zwischen Außen und Innen und eine gelingende Verbindung zwischen der eigenen Person und dem Kontext, was Sie gesagt haben. Also eine ziemlich vielfältige Angelegenheit, ja. Aber das alles wahrnehmen zu können und auch die verschiedenen Perspektiven wertschätzen zu können, ohne das gäbe es keine Authentizität und ohne Authentizität gäbe es nach meiner Nutzung auch kein erfolgreiches Handeln. Auch da sehen wir uns wieder einig, aber ich fühle zurück. Ich habe ja Beobachtungen eingeführt aus der Klientenwelt, mit der ich zu tun habe. Ich glaube, dass sie nicht irrelevant ist, in Anführungsstrichen. Ich spüre auch ein gutes Leben, das heißt, ich scheine irgendwie damit klarzukommen, also ich scheine auch Kontakt zum relevanten Markt zu haben. Und ich erlebe, dass diese Art von Diskursen nicht anschlussfähig sind, sondern ich erlebe, dass Nachfragen nach einer aus der Not, Orientierungslosigkeit geborenen Situation von was soll ich jetzt machen? Und da muss ich natürlich, tue ich auch, einen Rat geben, aber mein Beispiel, das würde ja noch weitergehen. Das Beispiel geht ja weiter, dass er natürlich dann in einer Meilensteinbesprechung mit dem Gesamtvorstand sagt, Herr Hinz hat auch gesagt das. Und dann ist er dann rein. So, und dann habe ich natürlich einen Anruf gekriegt. Und dann ist die Frage, ja, was so? Und was sind Sie denn für ein Coach, der hier um Unternehmensphilosophie und bla 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 und so weiter? Also, ich glaube, dass natürlich in dieser Idee, ich will hilfreich sein und sinnvoll und so weiter, auch immer eine Verführung liegt, auch in dem Modell von Herren, zu sagen, klar, ich bin raus. Willst du einen Rat? Ich habe ihn. Und da habe ich vielleicht den Kontext nicht gesehen. Oder vielleicht auch mich nur zumutet. Aber mein Punkt ist nochmal, anscheinend, dann brauchen wir da gar nicht weitermachen, sind wir uns über die Entweder-Oder-Diskussion, dass das nicht braucht und wenn das am Markt angeboten wird, was wir davon halten, einig. Aber ich sage, die Klienten kommen aber mit einem Bild von Coaching, kommen aber mit im Kontakt zu anderen Coaches mit Heilsversprechenserwartungen, denen ich als Business Coach gerne begegnen muss, ohne dass ich sagen muss, den Auftrag mache ich nicht. Das geht so nicht. Du stellst dich die richtigen Fragen, was soll denn das? 1, 2. In der Beratung möchte ich noch die Anregung geben, statt konkret zu sagen, ja, mach's doch so, könnte man ja auch im Sinne von unterschiedlichen anderen sagen, erhöhe die Anzahl der Handlungsmöglichkeiten, schlicht und ergreifend. Man kann ja auch sagen, man auch im Coaching auch zu sagen, ich persönlich sehe folgende 5 Möglichkeiten. So, und erkläre die meinem Klienten auch. Entscheiden lasse ich ihn immer noch selbst. Ja. Ich habe so gerade eine Frage an Sie als Bild im Kopf. Glauben Sie, dass Ihre Klientel, wenn die zum Beispiel eben aus so einem Menschen, der so ein sehr, wie ich finde, hochkarätiges Projekt machen muss, ja, dass der, wenn der andersrum mit einem, ich nenne ihn mal Typensuppencoach, zusammen käme, ja, dass der dem nach einem ausführlichen Erstgespräch einen Auftrag gibt? Ich glaube ja. Also das, weil ich habe das Gefühl, unsere Auftraggeber intern sind da kritischer auf jeden Fall. Und bei uns, wenn ich das vergleiche mit der Hierarchie, ich habe das Gefühl, ich würde von dem, wenn ich ausschließlich mich auf dieser Ebene, wir gucken mal, wie es dir geht und so arbeiten würde, würde ich da keinen Auftrag bekommen. Also, das ist meine Meinung. Also ich gebe sofort meine Karten auf, ich lerne Ihre Organisation kennen. Ich bin in Organisationen unterwegs, wo ich diesen Coaching-Pool, Veranstaltungsbild, die der einander auch kennt. Und da sitzen andere und dürfen sogar vortragen, also sage ich mal ganz, ganz individuell bewusst, auch abwertend, dürfen sogar so ein rein ich bezogenes Modell vorschlagen, nennen das dann sinnzentriertes Coaching,
haben auch Viktor Frankl draufgeschrieben und was kommt, ist nur, ergründe deine Motive und setz sie durch und wenn sag mal, die Organisation das nicht mitträgt, mach nichts, sei bei dir. Und ich stehe dann auch und sage, Leute, das geht nicht, professionell und so weiter und dann, ich habe den Personalentwickler ja schon zitiert. Das ist aber auch meine Beobachtung, deswegen komme ich ja damit. Ich sage, aber ich habe meine Idee ist nicht, hier was zu erfüllen und nicht hier so. Also, das ist für mich auch ein relevanter Markt, mit dem ich zu tun habe. Lassen Sie mich die Frage erweitern. Wenn er denn das Erstgespräch, wenn er sich vielleicht noch hat akquirieren lassen über ein Heilsversprechen, wenn er dann in den zweiten Coaching-Step merkt, es funktioniert nicht, sind dann die Leute auch da, wenn sie spüren, es gibt kein Fortkommen, weiter in diesem Prozess aus ihrem Erleben? Weil ich würde dann spätestens sagen, ich merke ja, ich bin ja nicht einer, der 100% wirksam ist in allen Coaching-Sequenzen. Es gibt ja auch Sequenzen, da funktioniert es mal nicht. Und da kriege ich auch sehr schnell die Rückmeldung, Achtung, das geht nicht weiter. Ja, also und auch da wäre tatsächlich aus meiner, ich habe so das Gefühl, dass Sie eben sagen, ja, das darf nicht sein. Ich habe auf der anderen Seite eben das Angebot zu sagen, das wird sich genau über diese dann Nicht-Wirksamkeit regulieren. Also, ja. Da habe ich ja vorhin gesagt, ja, aber ich sage, mein Provisionsanspruch ist ein anderer. Ich sage nicht, das darf nicht sein. Okay. Aber ich sage, wenn ich als Verband, als jemand, der für Business, der dafür stehen will und daran Interesse hat, auch übrigens ureigenes ökonomisches Interesse, dass Business Coaching als Profession, als Marke bekannt wird, dann muss ich auch Unterschiede anführen. Und